Auch wenn es für manche unglaublich klingt, das alpenländische Jodeln ist allerorts gefragt wie schon lange nicht. Dabei geht es weniger um Kehlkopf-Akrobatik, sondern um das Wiederfinden der eigenen Stimme. Elisabeth, du machst hier einen Jodelkurs. Was ist eigentlich ein Jodler? Ein Jodler ist ein Klanggebilde ohne Text. Früher Verständigungsmittel, heute wirklich eine Klangwolke und wunderbar zerlegt in die einzelnen Kadenzen, die wir aus der Musiklehre ja sowieso kennen. Und wir haben die ganzen Zerlegungen, wir haben alles Mögliche drin und wenn ich mir da nicht vorstellen kann, dann kommt der Ton auf. Das heißt, mitdenken muss ich machen, ja? Mit einfachen Stimmübungen holt Elisabeth Handel auch die weniger geübten Schnellen mit ins Boot, dorthin, wo es schlussendlich anfängt, Spaß zu machen. Jodlerkurse. Welche Menschen kommen zu dir und was müssen sie können? Es kommen alle Altersgruppen zu mir. Ich habe ja auch Schüler in der Schule und dann bei den Jodelseminaren alle Altersgruppen vertreten. Was man können muss, für mich ist einmal wichtig, die Stimme herzugeben. Ich muss etwas hergeben. Ich kann nicht nur konsumieren, sondern ich muss eben Ton von mir geben. Und wenn ich mir dann auch musikalisch gewisse Sequenzen vorstellen kann und die stecken in uns Gott sei Dank noch sehr tief drinnen, dann kann ich auch mit unseren Jodlern etwas anfangen. Also es kann jeder zu dir kommen? Es kann jeder zu mir kommen. Ob er vielleicht bühnenreif wird, das ist eine andere Frage, aber die Freude am Jodeln kann er mitnehmen. Eisenstraßen, Uliogidi, Aivogidi, derzeit stelle ich fest, es gibt einen Boom, möchte ich sagen. Warum glaubst du, was hat diesen Boom ausgelöst? Meiner Meinung nach, wir sind übersättigt, es geht uns sehr gut. Wir haben alle Möglichkeiten, heute Musik zu hören und zu machen. Aber wirklich grundlegende Musik wie ein Jodler zu singen, selber dazustehen und den von sich zu geben, Stimme herzugeben, das ist, glaube ich, das Urgefühl, das wir haben und das möchte jeder gerne erleben. Aufgeteilt in Kleingruppen singt man, wo immer man einen Platz findet. Für die Übung daheim gibt es bereits großartige Unterlagen inklusive Übungs-CDs.